Herzlich willkommen hier im Cyberspace. Skynet ist am Start und heute geht's in der Formel 1 nach Ungarn. Volles Fahrerfeld, zwei Kombinationen. Jo. Heute hat auch keiner eine schlechte Verbindung bisher. Sehr gut. Olli hat manchmal Einbrüche. Klüte hat mal eine gute Verbindung. Okay. Marcel 77 ist nicht dabei. Das ist gut. Der hat immer massive Einbrüche. Oh, und da geht's auch schon los. Zum Ende vom Rennen hin soll es wieder regnen. Setup laden. Warte mal, kann ich hier noch die... Ne, da muss ich mal... ...mal anders machen. Alles bereit. Ich hab das bisher immer noch nicht wieder so hingeschoben, dass ich die Strafen sehe. Obwohl die eigentlich genügend Platz haben. Ist einfach nur ein bisschen zu weit, denke ich. Ah, ich weiß, wie ich das wieder machen kann. Nämlich, wenn ich in die Box fahre.
Das ist natürlich mau. Die kommen raus, wo die ersten schon angeballert kommen. Aber Werwolf hat wahrscheinlich keinen Sprit mehr dabei. Wie war denn das jetzt? Nein. Ah, das war wieder falsch. Die Taste wollte ich. So. Jetzt müsste ich eigentlich da wieder sehen. Jetzt habe ich ja erstmal wieder diesen Bug. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 18,1. Ich noch mal mit dem Satz raus, weil fürs Rennen hätte ich schon gern zwei Sätze Soft. Wir sind Zehnter auf dem Temporadar. 307,7 Kilometer pro Stunde. 307,7. Okay. So.
Ich versuch's nachher nochmal mit eben, also mit demselben Satz. Wo bin ich bisher hingerutscht? Na, jetzt da halt. Jojo, Didi, Andi, Ali, Volvo. Jo, mal schauen, ob er diesmal mehr Glück hat als in den anderen Rennen. Blüte. So, die sind jetzt in ihrer ersten gewerteten. Okay, Klutsch ist in dem Sektor langsam. Oh. Jo, der setzt sich weit nach vorne. Der könnte sogar fast an die Spitze, wa? 26. Ah. Alter, was hat denn... Jo hat da den letzten Sektor total verhauen. Warte mal, ich habe 1,20, nee, Quatsch, 1,18 für die Runde gebraucht. Also sagen wir bei 3 Minuten wieder raus. Aber ich fahre mit demselben Satz. Ich will für das Rennen mir 2 Sätze aufheben. Vor allem hier sind so viele Reifen, aber man fährt mit Also ja, weil das eigentlich Training Quali 1, Quali 2, Quali 3 oder warte mal, ne. Training, Quali 1, Quali 2, Rennen. Müsste das sein. Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Der Spruch kam bisher noch nie. Mal. Jo. Man muss ja die beiden am stärksten abgefahrenen wieder abgeben. Also fahre ich einmal mit den Mediums raus, wechsle danach wieder auf die angeschlagenen Soften. Weil ich will versuchen, mir die anderen Soften aufzuheben und nicht die Mediums. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe.
Ich will den Satz ja bloß anschlagen. Oh. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Achso, hier ist erst der. Ich wollte bloß den Ehrensatz ankratzen. So, fahren wir wieder rein, wechseln auf die Schaften, fahren wieder raus. Ich frage mich, ob die Kommentatoren das jetzt mitbekommen. Hey, rein, raus, rein, raus. Bup. Spawnt er einfach da. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,18,1. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich versuch's nochmal auf den. Manchmal hab ich's, dass ich, selbst wenn ich zweimal rausgefahren bin, mit demselben Satz im zweiten Durchgang eine etwas schnellere Runde hatte. Volvo wurde disqualifiziert. Der ist nicht eingestellt. Hallo. Naja. Wer wollte mit dem Kopf, ja? Das ging das von mir raus. Ich war gespannt. Wird noch hinbekommen? Eingang war gut, das war auch schon schlecht. Ja, totales Chaos gerade. Na toll. Dabei war ich auf einem guten Weg. Weil ich dachte, dass Marcel dann vor mir vorbeizieht, aber. Aha. Jetzt kann ich vergessen. Sind dadurch auch richtig hin. Marcel versucht noch mal. Ich nicht. Ich hätte noch eine Runde versuchen können, aber das hat nicht genügend Sprit dabei.
Verstärkung. Okay. Komm schon. Also, du kriegst nochmal eine schnellere Runde. Okay, ich krieg das doch nicht. Hört sich irgendwie merkwürdig an. Irgendwie krank. So, das war das Quali. Dann gibt es gleich eine Pause. Und dann dürfte das Rennen bestimmt wieder so 57, 58 losgehen.
So, als Rennstrategie sagt er mir Medium Hard oder Soft Medium Medium. Nee, warte mal. Ach so, nee, ich muss. Nein, ich wollte das jetzt nicht speichern, du Arschgeige. Ich habe eh keinen letzten schon mal davon. Ich werde mir wahrscheinlich eh zwischenzeitlich mal neue Reifen holen. Und da geht das Chaos auch schon los. Mal schauen, wer die erste Kurve überlebt und wer nicht. Okay, hart, hart. Guck mal, startet auf Soft. Jetzt sind Statoren. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Oma will möglichst schnell möglichst viele Plätze machen. Deswegen startet er auf Soft. Einige wollen den ersten Stop weit hinaus zu fahren. Der tut nichts, nicht eigentlich den Mann zerdeppern müssen.
Vorderrad war noch dran. Nur also wieder bügelt. Was eigentlich lustig wäre, wenn sie das hier mit so eingebaut hätten, dass man in der Einführungsrunde schon DNF gehen kann. Wäre jetzt schon einfacher. Oh, Glück hat schon wieder eine schlechte Verbindung. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ändern. Strategie ändern. Neu. Ja. Bestätigen? Ich habe keinen blassen Schimmer, was man da sagen soll. Ja. Nein. Hallo? Hallo. Okay, geht in Ordnung. Man sagt Hallo. Ich glaube, der zieht mir jetzt neue Netz auf. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell. Ja, neue Metz. Und einen neuen Flügel. Fertig, los jetzt! Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp. Ja, vielleicht hätte ich mir jetzt Zopf aufziehen lassen sollen. Um richtig Boden gut zu machen. Ernsthaft! Nen Müh zu weit drauf! Das DRS verwenden. DRS verfügbar.
Ernsthaft? Sonst überall? Nein, aber da wo ein Ausläufer ist. Abstand zum Auto vor uns beträgt 33,9 Sekunden. Ach, jetzt stehen die Zeitstrafen links. Alter, was sind das für Ärsche? Ursprünglich standen sie rechts. Ich wundere mich. Also muss ich noch ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das 3 oder 8 Sekunden sein sollen. Da kommt der erste Fahrer. Ist denn schon weit hinten? Unfall?
Abstand zum Auto vor dir beträgt 28,9 Sekunden. Noch ein Tick weiter rüber. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Hallo. No. Das? No. Hallo. Bestätigen? Zufall. Rot? Auf den Körper darf man echt nicht drauf fahren. Nicht im geringsten. Zum Auto vor dir beträgt 53,8 Sekunden. Ne, ich habe eine Einsatzrufe. Aber ich weiß ganz genau, dass sobald ich in die Box fahre, ich überrundet werde.
zum Vordermann beträgt 33,5 Sekunden. Bleibt bei der Strategie, die jetzt einfach vorgegeben wurde. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Was natürlich super wäre, wenn es denn anfängt zu regnen und es dann instant ein weghaut, weil plötzlich Starkregen gibt und nicht nur leichter Regen. Am besten tut nichts. Kann ich auf jeden Fall einreichen. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Wir haben mittlerweile nur noch 18 Sekunden hinter Klöße sein. Kann ja aber auch den Max auf sich machen. Muss früher einlenken. Gelbe Flagge.
geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Yes! Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im... Oh, yes! ...positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Scheiße, jetzt habe ich Delta aktiviert. Ich wollte auf Software wechseln. Na, was soll's? Yes! Nein, nein, nein! Niljo, warum? Nein! Jetzt bin ich gerundet. Jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Jetzt habe ich die Arschkarte. Feld auf, wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Mann. Vielleicht hätte ich doch auf die Harten gehen sollen. Die fahren alle drei auf Hart. Der hinter mir auch. Mist, ich hätte an dem Scheißding vorbeifahren sollen. Ich hatte es erst überlegt. Aber ich dachte, dass die dann auch noch mal reinfahren. Mit 20 Runden knapp. Satz mit X. Auf jeden Fall können die sich jetzt eins gewahr sein. Ab Platz 4 wird einiges nach hinten fallen. Ich hätte dran vorbeifahren sollen und dann die Harten auflegen sollen. Vielleicht zumindest ganz hinten dran gewesen. Oder mit Soften und dann. Ja, war ein Strategiefehler. Ich hätte zuerst am Scheiß-Benz da vorne vorbei huschen sollen. Und dann mich hinten einreihen. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein.
Ja. Machen wir es ganz einfach und simpel. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Ohne Zeitstrafe. Eigentlich kann ich jetzt ganz in Ruhe fahren. Ui. Verbrennt. Nein. Ich habe mich wieder auf 1 gestellt. Okay, der braucht einen neuen Flügel. Das war Olli, der braucht einen neuen Flügel. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Erstmal würde ich ein bisschen auf den Soften unterwegs sein. Ist das Spiel gebremst? Ich hasse diese Stelle. Blaue Flagge, blaue Flagge. Hm. Wenn ich eins kann, dann platt machen. Selbst Patrick wurde überholt. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert.
Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 50,8 Sekunden. Ist Alter, ohne den Dreher wäre ich sogar noch dichter wieder rangerutscht. 40? 30? Dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Oh, der nicht das Headset. Mal wieder komplett vollladen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 53,8 Sekunden. Dann greifen. 30%. Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Ah, hier wäre es besser gewesen, hätte ich keinen Treffer drin, ja. Thank you.
Habt ihr erstmal direkt Tropfen gesehen? Na, vielleicht hätte ich in der Mine jetzt aufziehen sollen. Los, fahr jetzt! Naja, ich muss aber trotzdem mit denen auch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Wetter? Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Wetter. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Wetter. Wetter. Das Wetter wird sich für mindestens 10 Minuten weiter verschlechtern. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay, ich wollte uns jetzt noch, ob er ansagt, Starkregen oder nicht. Was hat zu kämpfen? Hat er immer die Wand geflutscht? Der war ja eben erst in der Box und hat sich hart erholt, ja. Ja klar, und kein DRS bekommen. Benzinstart sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Wie viel ist in der Box? Ziehen wir mal die Enters auf. Weil bei Regen sind die harten die Scheiße. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Fahr raus, fahr jetzt raus. Aktuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Okay. Vielleicht ist es in der Wand gelandet. Okay, das
Der Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Enrico ist auch DNF gegangen. Das Safety Car wartet auf den Führenden. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Zumindest einer, den ich wieder vorbeilassen muss, denn. Deine Geschwindigkeit, unser Delta Alter. Ist riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Nein! Wir haben eine Strafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Och Mann, ey. Ich wollte ohne Strafe. Da meine ich Lenkung gerade ein bisschen zu gut. Aber was einem auch immer auf den Sack geht, holt die Safety Car ein, dann ist plötzlich wieder Delta da, dann wieder nicht, dann ist wieder da, dann wieder nicht. Ja, klar. Da. Warum immer? Wie soll man denn da bitte schön aufholen, wenn der einem andauernd ansagt, dass man langsam fahren muss, während das Safety Car selber mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 irgendwas oder so gurkt. Da. Gerade in den Kurven, wo man eh schon Zeit verliert. Musst du denn plötzlich nochmal in die Eisen gehen? Der Regen wird stärker, sei vorsichtig. Pass auf, die Safety Car kommt rein, bevor ich überhaupt wieder dran bin. Ja, Joe wurde disqualifiziert. Ich glaube, damit habe ich sogar einen Platz im Boot gemacht. Da, ey, wieder! Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Und Delta ist wieder weg.
Jetzt hält die Gas bestimmt gleich hinter mir. Während die eine Safety Car Kolonne mit einer normalen Geschwindigkeit. Alter! Da. Ich bin noch nicht mal am Safety Car dran. Ich hätte vielleicht noch die Chance gehabt, mich mit denen da vorne ein bisschen zu messen, aber nein. Dadurch, dass mir ständig angegeben wurde, ich bin zu schnell. Ich sehe die noch nicht mal. Toll, ey. Ich hätte wieder mit denen da vorne mitfahren können. Da drüben sind sie. Zum Auto vor dir beträgt 10,2 Sekunden.
Alles klar. Mann, Alter. Ohne die 3 Sekunden. Warte mal, ohne die 3 Sekunden, da wäre ich eventuell sogar noch einen Platz nach vorne gerutscht. Mist! Naja. Was soll's, das war's mit der Formel 1 aus Ungarn. Warte, ich schaff's auch noch hin. Dann gute Nacht.